ganz herzlich begrüßen an der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Klinikum Nürnberg. Eines der häufigsten Erkrankungsbilder, mit denen wir hier an der Klinik zu tun haben, sind Depressionen in höherem Lebensalter. Depressionen im Alter sind prinzipiell nicht anders als Depressionen in anderen Lebensphasen, wobei sie im Alter oft andere Auslöser haben. Gerade spätere Lebensphasen sind geprägt durch kritische Lebensereignisse. Das kann zum Beispiel der Übergang vom Beruf in die Rente sein und damit verbundene finanzielle Einbußen, ein Statusverlust, aber auch das Gefühl zu haben, keine Aufgabe mehr zu haben oder nicht mehr gebraucht zu werden. Auf der anderen Seite stehen den vielen Risikofaktoren gegenüber, dass viele Depressionserkrankungen im Alter nicht erkannt werden, weil wir dennoch gesellschaftlich von einem Bild geprägt sind, wo es als normal angesehen wird, dass es Defizite im Alter gibt. Und die werden dann oft heruntergespielt und nicht als Depression erkannt und dementsprechend auch nicht behandelt. Depression ist, das kann man gar nicht beschreiben, wenn man immer sagt, der Mensch ist depressiv, wie furchtbar das ist im Grunde genommen. Du willst nicht mehr leben, du hast überhaupt nichts mehr Lust. Jede Tätigkeit, die normal ist, die ist hier zuwider, ne? Gehst möglichst nicht raus, bleibst möglichst im Bett und bist unzufrieden. Das geht dann bis zum Suizidgedanken. Das Einzige, was mich gezwungen hat, was zu tun, das war mein Hund. Da musst du ja, da bleibt ja gar nichts anderes übrig. Da musst du füttern, da musst Gassi gehen und so weiter und so weiter. Das war eigentlich der einzige Zwang und das Einzige, was ich gern gemacht habe. Aber alles andere war mir zuwider und nutzlos irgendwie. Am Anfang steht erstmal die diagnostische Abklärung. Das heißt, wir gucken erstmal, auch mit Hilfe von Laboruntersuchungen, körperliche Untersuchungen und so weiter, ist es eine klassische Depression oder spielen noch andere körperliche Faktoren mit rein. Und wenn diese Diagnostik abgeschlossen ist, dann geht es im zweiten Schritt um die Behandlung. Und da kommen eben medikamentöse, psychotherapeutische und andere Behandlungsformen dann zum Einsatz. Von psychologischer Seite aus decken wir zunächst auf, woher die Depression kommt. Das heißt, wir schauen uns biologische, psychologische, soziale, aber auch kulturelle Gegebenheiten an, die dazu beigetragen haben könnten, und entwickeln dann aus diesem individuellen Störungsmodell heraus auch einen individuellen Behandlungsansatz. Wir bieten den Patientinnen im Klinikum eine multimodale Therapie an. Das heißt, neben der Psychotherapie, ärztlichen Gesprächen und Untersuchungen sind auch viele Spezialtherapeuten mit im Boot. Und so bieten wir zum Beispiel auch Musiktherapie, Kunsttherapie, Physiotherapie, aber auch Ergotherapie an. Musiktherapie kann Kontakt herstellen. Und das klingt jetzt so mechanisch herstellen. Instrumente haben viel Aufforderungscharakter. Sie tönen, wenn ich sie nur anzupfe oder den Schlägel nehme, und schon ist Kontakt hergestellt. Darum geht es in der Depression am allermeisten. In der Kunsttherapie werden die Patienten eingeladen, mit verschiedenem Gestaltungsmaterial, flüssigen Farben, Buntstiften, Pastellkreiden, einen Ausdruck zu finden für ihr inneres Erleben. Das heißt, für die Gefühle, Gedanken, Stimmungen, vielleicht auch für das, was ganz schwer in Worte zu fassen ist, wofür es vielleicht überhaupt gar keine Worte oder Gedanken gibt, aber ein Gefühl. Da haben sie mir eben vorgeschlagen, in die Klinik zu gehen, habe mich geweigert. Also über Nacht, also stationär auf keinen Fall. Und da hat sie gesagt, es gibt eine Tagesklinik, da könnten sie mich reinbringen und ich soll was anschauen. Da könnte ich aber jederzeit aufhören oder abbrechen, wenn es mir nicht gefällt. Die haben mir das mit der Tagesklinik so geschildert, dass man halt einen strukturierten Tag hat, dass man in Gemeinschaft ist, Gesellschaft hat und dann auch Vorschläge, wie man seine Zeit rumbringt, sinnvoll und so weiter, was ja dann auch eingetreten ist. Ich bin froh, dass ich ja gesagt habe. Ne? Man war zufrieden und hat das Gefühl gehabt, ich habe was für mich getan.
Physiotherapie ist ein essentieller Baustein bei der Behandlung von depressiven Erkrankungen. Bei der Ausübung werden Endorphine, also Glückshormone, freigesetzt, die stimmungsaufhellend und schmerzlindernd wirken und gleichzeitig den Cortisolspiegel senken, der bei Depressiven eben erhöht ist. In der Ergotherapie geht es für mich darum, dass die Klienten für sie wichtige Alltagsbetätigungen durch kreative und handwerkliche Techniken üben. Viele denken immer, dass es in der Ergotherapie um Beschäftigung oder Basteln geht, aber es geht eigentlich viel mehr um alles, was dahinter steht. Dass man während der Betätigung Freude empfindet, sich selber Erfolgserlebnisse schafft und dadurch wieder Selbstvertrauen schöpft. Wir haben sehr viel Humor gehabt und ja, es ist. Du musstest einfach nicht überlegen, wie du den Tag rumbringst, ne? Und bist nicht in deinem Massagesessel oder im Bett gelegen, ne? Daheim. Ich kann sagen, ich bin also jeden Tag eigentlich sehr gern gekommen, weil es war unheimlich positiv für mich, wie ich bemerkt habe. Und habe da eben jeden Tag auch voll mitgemacht, eben weil mir es gefiel und weil ich gemerkt habe, es tut mir gut. Gerade bei älteren Menschen, die an Depressionen erkrankt sind, ist oft noch das Bild vorherrschend, dass sich ja sowieso nichts mehr ändern kann. Das Leben ist schon zu einem gewissen Grad fortgeschritten und da ist diese Hoffnungslosigkeit oft noch mal stärker ausgeprägt im Vergleich zu den jüngeren Patientinnen. Ich als Sozialpädagogin schaue dann gemeinsam mit dem Patienten im Gespräch, in welchen Bereichen es Schwierigkeiten gibt. Mir ist es dann auch besonders wichtig zu schauen, wie kann den Menschen wieder zu mehr Lebensqualität verholfen werden. Zu welchem Zeitpunkt wir sozialpädagogisch aktiv werden, ist ganz unterschiedlich. Geht es eher um finanzielle Aspekte, dann schalten wir uns gleich zu Beginn ein. Geht es um die Nachversorgung, dann werden wir eher gegen Behandlungsende tätig. Hier am Klinikum Nürnberg sind wir sehr breit aufgestellt, was die psychotherapeutische Behandlung betrifft. Wir bieten nicht nur die stationäre und teilstationäre Behandlung an, sondern auch die ambulante im Rahmen der psychiatrischen Institutsambulanz. Der wichtigste Wirkfaktor in einer Psychotherapie ist eine vertrauensvolle und tragfähige Beziehung zwischen Patient und Therapeut, ganz unabhängig von der Therapierichtung. Menschen im höheren Lebensalter leiden häufig auch unter somatischen Erkrankungen, die zur Depression führen können. Neben dem, dass das Leben sich verändert, Verluste sind, der Partner ist verstorben. Und das macht die Besonderheit der psychiatrischen Pflege aus, dass man insbesondere auf beide Aspekte eingeht, Fähigkeiten zu wecken, die in der Somatik sind, dass der Mensch sich körperlich wieder mehr selber pflegt, aber auch der soziotherapeutische Aspekt, dass man Menschen wieder in Beziehung bringt zu anderen und zu sich selbst. Und es ist auch Teil der pflegerischen Arbeit, Gruppen anzubieten, gemeinsame Aktivitäten. Ja, also das kann man wirklich laut sagen, dass ich fast wieder in Anführungszeichen normal bin. Ja. Fehlt noch ein kleines bisschen, aber das kriegen wir auch noch hin zu Hause. Und jetzt bin ich so weit, dass ich sogar wieder meine Geige nehme und Geige und Klavier, das mache ich alles wieder. Ne? Das habe ich und gehe auch wieder in Konzerte und habe wieder Freude, dass man sich was Gescheites anzieht und so. Ne? Ich bin eigentlich sehr zufrieden jetzt. Das Nürnberger Bündnis gegen Depression ist ein gemeinnütziger Verein. Seit dem Jahr 2003 gibt es den Verein und wir machen Aufklärungsarbeit, informieren Angehörige, Betroffene, interessierte Laien rund ums Thema Depression. Und ein zweiter wichtiger Punkt für uns ist natürlich die Anti-Stigma-Kampagne, dass eben psychische Krankheiten und Depression speziell enttabuisiert werden. Die Gerontopsychiatrische Tagesklinik ist eine ziemlich gute Form der Behandlung für von Depressionen betroffenen Menschen, weil die Leute eben dann ihren normalen Alltag aufrechterhalten können und eben auch daheim übernachten und das ist schon sehr sinnvoll. Das Zentrum für Altersmedizin wird ganz wesentlich auch finanziell unterstützt von der Theo und Friedel Schöller Stiftung, die sowohl Forschungsprojekte wie auch klinische Angebote für die Patientinnen und Patienten finanziell mit unterstützt und uns hier viel ermöglicht, was den Patienten dann auch zugutekommt. Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Film einige wichtige Dinge zum Thema Depression im Alter vermitteln. Das Wichtigste aus meiner Sicht ist aber, nehmen Sie das Thema ernst und holen Sie sich Hilfe.
Damit ist häufig der erste Schritt raus aus der Depression schon getan.